Dharma-Wand-Projekt ist für mich wirklich die Herausforderung meiner Einradkarriere. Das wäre der höchste Berg, der je mit dem Einrad runtergefahren ist, wenn alles klappt. Und damit wird für mich ein jahrelanger Traum in Erfüllung gehen. Ich habe so viel trainiert dafür, so lange geplant und hoffe, dass jetzt alles gut läuft. When Lutz called me for the first time and said he has such a project, I was not sure if this is something, because many people underestimate this mountain, even though it is 5,600 and it's a trekking peak, but anyway, 5,600 is high enough, and some people who underestimate this mountain, that they fail in their project or in their planning or something. So sometimes the requests who are coming, you have to think about if the people who are coming qualified to do for such a project. So when I was talking more and investigating, I found that Lutz is the right person who do this. So now tomorrow is the day we want to go to the summit. The key factor to climb such a mountain with this altitude is proper acclimatization. Many people who come here, especially the Iranians, they don't respect the proper acclimatization. So they get sick at the altitude. As I read somewhere, an official number of the people who get sick or get acute mountain sickness is more or less around 80%, from the mild acute sickness to serious one. Definitiv die schlimmste Nacht meines Lebens. Wenn man sich nur umdreht, fängt der stechende Kopfschmerz an, viel, viel schlimmer zu werden. Mir ist die ganze Zeit schlecht. Hätte nicht gedacht, dass es schon auf dieser Höhe so übel werden würde. Wir haben jetzt ungefähr 5 Uhr. Geht los Richtung Gipfel. Wir werden ungefähr 7 Stunden brauchen, bis wir oben sind. Und dann beginnt erst die Abfahrt. Fühle mich eigentlich gut, aber ich bin auch schon sehr gespannt, ob ich mich oben auch noch gut fühle und wirklich fahren kann. Mal leichter vorgestellt. Sind jetzt auf 5000 Meter, aber die letzten 100 waren echt eine Qual und 700 liegen noch vor uns. Die Aussicht ist dafür geil.
beste Ausblick meines Lebens. Wolken 2.000, 3.000 Meter unter uns. Krasseste Sulfur-Ding. Ich wäre da einfach fast reingekommen. Da, so schnell bin ich noch nie gerannt. Und das auf 5.000 Meter.